Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie einfach ihr den Totrees Laser TS2 mit 20 Watt in Lightburn einrichten könnt. Das ist spielend einfach. Des Weiteren möchte ich dann ein paar Gravuren machen. Ich werde ein Buchenholzbrettchen werde ich lasern mit meinem Logo drauf. Wir werden mal ein bisschen Holz schneiden. Ich denke mal 4 mm werden wir mal schneiden. Vielleicht, wenn ich das zeitlich noch schaffe, ich will das Video jetzt nicht so ganz lang halten, würde ich ganz gerne mal eben 20 mm Holz einmal schneiden, damit ihr seht, wie viel Power das Gerät hat. Wir werden ein Foto in eine Schieferplatte oder auf eine Schieferplatte werden wir lasern. Und dann habt ihr schon mal den groben Einblick, wie das Gerät arbeitet und was es leisten kann. Ich werde euch das gleich in Lightburn zeigen und im Anschluss werde ich das die ganzen Sachen einmal durchlasern und ich werde euch das in einem Schnelldurchlauf, werde ich euch das mal eben einblenden. Und wenn alles fertig ist, dann besprechen wir noch einmal kurz die Gravuren, wie das aussieht. Und ja, das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein. Und ich würde sagen, wir treffen uns gleich nach dem Intro in Lightburn. So, wir befinden uns jetzt in Lightburn. Und zwar, wenn ihr jetzt das Gerät einbinden wollt, das ist bei Totrees wieder mal komplett gut durchdacht. Ihr braucht da nicht irgendwie den Laser manuell suchen oder automatisch suchen. Ihr geht hier einmal auf die Geräte. Und hier seht ihr schon, dort ist mein erster Laser, der mit den 10 Watt. Und wenn wir jetzt hier einmal auf Importieren klicken, dann gehe ich einmal, wo habe ich meinen USB-Stick, da habe ich das. So, das ist jetzt alles, was auf der Karte drauf ist. Diese beiliegende Karte, die steckt ihr einmal in euren PC rein und dann habt ihr hier einmal nochmal die Bedienungsanleitung, die Treiber, Laser GBL und ein paar Testobjekte. Und ihr müsstet dann reingehen einmal in Lightburn und dann auf Softwarekonfiguration. Und diese Datei, die markiert ihr einmal und geht dann auf Öffnen. Dann seht ihr das, hier hat er den jetzt mit TS2 Engraver und die 1 dahinter, den werden wir nachher noch mal umbenennen, damit man da nicht durcheinander kommt. Und dann klickt ihr auf OK und dann ist das alles schon komplett fertig. Hier unten habt ihr dann die Leiste, wo eure Laser abgelegt sind. Ich würde dann hier sagen, auf den gehen wir auf 1. Ich habe den Laser jetzt an diesem Rechner gerade nicht angeschlossen, deswegen steht hier oben auf Verbindung warten. Und ihr wählt dann hier euren COM-Port aus und wenn ihr das alles gemacht habt, habt ihr alle Daten hier schon komplett eingerichtet. Ob das jetzt mit der Z-Achse 20 mm anheben oder ob ihr jetzt hier gravieren wollt, mit 2 mm schneiden, 3 mm schneiden, 5 mm schneiden. Die könnt ihr euch auch alle wieder ganz normal anlegen. Und wenn ihr da einmal auf Rechtsklick drauf geht, dann habt ihr hier einen Wert stehen. Diesen Wert hier mit diesen 2,5, das ist immer die Hälfte von der Schnittmenge, die ihr da habt. Also wenn ihr ein 5 mm Material habt, dann geht der Fokus 2,5 mm weiter runter. Habt ihr einen 8 mm zum Beispiel, müsstet ihr da diesen Wert hier, der dort ist, einmal auf 4 ändern. Das nur mal so nebenbei. Alles andere, wenn wir hier in die Einstellung reingehen, das ist alles schon weit so weit eingestellt, mit Millimeter pro Sekunde, das ist okay. Das Einzige, was ihr vielleicht noch einstellen müsst,
ich, ups, das war der falsche. Ich habe immer schneller Leerraum, habe ich immer drinne. Das heißt nachher, das habe ich aber schon beim Video erklärt, wenn ihr mal irgendwo einen Leerraum habt, dann geht der Laser mit einer höheren Geschwindigkeit darüber. Da trage ich meistens 8000 ein. Und den Laserfeuerknopf aktivieren und Laser on when framing. Das heißt, wenn ihr den Rahmen abfahrt, geht der Laser geht der Laser an, aber nur so weit, dass ihr den Laserpunkt sehen könnt, ohne dass er graviert. Hier unten einmal eben bitte drauf achten, aber normalerweise dürfte das gar nicht sich da verändern, weil die von Lightburn die Datei schon richtig ist. Die muss hier einmal auf 1000 stehen und das wäre es dann schon gewesen. Und hier oben hat er natürlich seine Maschineneinstellung und wo ihr den Maschinennullpunkt habt, das steht soweit alles hier schon komplett drin. Das wäre dann schon ganz simpel diese ganze Einrichtung gewesen. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal hier in Lightburn und dann wechseln wir mal wieder zu dem Gerät und dann schauen wir mal, was wir da lasern können.
So, meine Lieben, jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick gekriegt, wie das Gerät arbeitet. Also ich bin da echt mit zufrieden. Wenn man mal guckt, ich bin jetzt hier bei 4 mm Pappelholz. Ich halte das mal in die Kamera. Ich weiß nicht, ob er das jetzt scharf stellt. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie schön er das geschnitten hat. Also das ist nicht schwarz, das ist schön rehbraun. Das ist natürlich jetzt ziemlich filigran. Ich halte das hier mal so vor. Das ist ziemlich filigran. Da kann man es auch sehen. Viel Schmauch ist dann nicht. Wenn die Schrift ein bisschen breiter gewesen wäre, habt ihr da überhaupt keine Schmauchspuren. Das könnt ihr auch hier sehen, wo ich schon mal geschnitten habe. Da ist auch absolut kein Schmauch. Also mit AirAssist super. Ich habe da eine Geschwindigkeit gefahren von 500 mm. 100% Leistung und ja, der ist in einem Rutsch durch. Das fällt da so raus, ne? Und die Schnittkanten, die sind echt wunderbar. Das war 4 mm Pappelholz. Dann habt ihr gesehen, die Schieferplatte. So, da könnt ihr das auch mal sehen, wie schön das geworden ist. Ne? Also, da werde ich gerade wieder im Bett hier irgendwelchen Anfragen belästigt. Das ist der Herr Jens Müller. Herr Jens Müller, Sie crashen hier gerade mein Video. Aber ich werde gleich antworten. Grüße an Jens, hallo. So, da habt ihr gesehen, wie schön das mit der Schieferplatte war. Die Schieferplatte, die habe ich gelasert mit 6000 mm. Und 20% Leistung. Und wie gesagt, das Bild, das ist wirklich gestochen scharf, wenn man da mal näher rangeht. Ne? Also das passt wirklich alles hundertprozentig. Schiefer ist so und so mein Gebiet. Und ich muss schon fast sagen, der 20 Watt macht das noch schöner wie der 10 Watt. Dann haben wir das Brettchen gemacht. Auch diese Gravur, die ist wirklich sehr schön geworden. Die habe ich sogar allerdings mal extra mal mit 10.000 mm gefahren und hatte 40% Leistung. Und da hätte ich sogar von der Leistung her noch weniger nehmen können. So, und dann haben wir jetzt nochmal 20 mm Holz geschnitten. Und auch das. Okay, das ist jetzt ein bisschen dunkler geworden. Das war ziemlich, da kann man es, ne? Wo ist er? Er will nicht scharf stellen. Er stellt nicht scharf. So, da könnt ihr es sehen. Das ist ziemlich dunkel geworden, aber das war auch ziemlich hartes Holz. Da bin ich, Moment, ich muss gucken, lass mich überlegen. Da hatten wir 150 mm und 2 Durchgänge. Und ich glaube, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr an Durchgängen gehabt hätte und wäre noch ein bisschen schneller gefahren, dann hätten wir das auch schöner hingekriegt. Aber ganz ehrlich gesagt, wer lasert 20 mm Holz? Also das muss ich meinem Laser nicht unbedingt antun. Ich wollte euch nur zeigen, dass er das kann. Also ich muss immer wieder sagen, absolut begeistert von diesem Gerät. Und ja, ich kann das Gerät wirklich nur empfehlen, wie ich das auch schon mit dem 10 Watt Laser gesagt habe. Und dieses hier, das ist absolut brillant. Ne? Und das hier ist mein Lieblingsgebiet, Bilder auf Schiefer, die kommen so richtig schön raus. Das soll es auch schon gewesen sein, meine Lieben. Ihr habt gesehen, was es kann. Ich werde den Link von dem Laser werde ich auch noch mal in die Videobeschreibung verlinken. Oder ich trage es da ein. Und dann könnt ihr euch das Gerät gerne mal angucken. Wer da Interesse dran hat, kann auch direkt über den Link bestellen. Und das sollte es dann eigentlich schon für dieses Video gewesen sein. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Laser habt, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben oder ihr schreibt mir eine E-Mail, das ist ganz egal. Ich probiere immer schnellstmöglich zu antworten, das solltet ihr kennen. Und
Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen hoch da, schreib einen Kommentar. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, darfst du den gerne abonnieren. Ich würde sagen, es soll für heute das gewesen sein. Und wir sehen uns in alter Frische im nächsten Video. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Laserfuchs.